Gut, Hallöchen. Heute habe ich mal wieder was Spezielles mit euch vor. Ein kleines Abenteuer, das ich schon lange machen wollte. Gut, das Wetter passt jetzt nicht so, aber da muss ich jetzt halt durch. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen besser wird. Aber auf jeden Fall habe ich heute eine Kanutour auf der Lahn mit euch vor. Klingt erstmal ein bisschen langweilig, das wird aber spannender, als ihr denkt. Aber jetzt muss ich mir natürlich erstmal das Kanu und die anderen Sachen ausleihen. Welches Boot wollt ihr denn fahren? Was gibt's denn für Auswahl? Wir haben Kanadier oder Kajaks? Dann nehmen wir die Kanadier. Die Kanadier. Ja. Ich würde euch einen Dreier-Kanadier geben. Habt ihr zwar eine Bank mehr, aber da könnt ihr dann ganz viel Gepäck hinpacken. Ja, das ist gut. Dann reichen wir den Bus auf. Also wir haben hier auf jeden Fall einen Kollegen, der weist euch gleich nochmal ein. Und da bleiben dann am Ende auch keine Fragen offen. Das heißt, hier, alle von euch werden heute Spaß an der Tour haben. Ja. Ihr seid nur so zweit, ja? Genau. Das sind pro Person 30 Euro, also sind insgesamt 60. Ja. Da ist auch der Transfer dann schon drin. Besten Dank. Ja, sehr schön, genügend Platz, um unsere Sachen hier drin zu verstauen. Das Erste, was natürlich reinkommt, ist das Portemonnaie. Das sollte nicht nass werden. Sonnencreme. Schlüssel ist jetzt egal. Ich habe mich extra meine Plastiktüten, die ich noch mitgenommen habe, damit die Sachen trocken bleiben. Aber wenn wir schon sowas bekommen, dann nutzen wir es. Und natürlich mein Essen, das sollte auch nicht nass werden. Und ganz wichtig, vergesse ich fast immer, das Handy. Bitte einmal anprobieren. Ja. Hier sind überall Gurte dran, an den Schultern, an den Seiten und vorne. Das heißt, die kann man weiter oder enger ziehen, genauso wie ihr das brauchen solltet. Mhm. Dass die nachher auch gut sitzt, weil ich meine, ihr habt ja heute den ganzen Tag an. Und Kamera wasserfest oder? Nein, nein. Die jetzt nicht. Abenteuer, ne? Die kommt nach. Dann habe ich eine GoPro noch mit dabei. Das ist cool, das ist cool. Passt, die Westen, fühlt euch damit sicher? Ja. Wunderbar, dann habt ihr eure Sachen verpackt. Die Westen, das hier wird euer Boot sein. Da sind schon zwei Paddel drin. Dann übergebe ich euch jetzt in die Hände von Leo. Der macht gleich eine Einweisung mit euch, erklärt euch, wo ihr überall lang fahren könnt und wie man sich auf dem Fluss nicht umbringt. Das sollten wir schaffen. Ja. Wir sind Schwimmer. Ja. Wahnsinn. Die Schwimmer wäre schlimm. Genau, da ist er schon. Brauchst du noch irgendwas? Ja, wunderbar. Viel Freude mit dir, gell? Danke. Danke. Morgen. Moin. Morgen. Das ist euer Bötchen hier. Du filmst mich jetzt. Ja, du kannst auch ganz rausgeschnitten werden. Oh, du kriegst eine Pixel. Ganz klar. Ja, wer sich beschwert, der wird rausgeschnitten, aber sonst bleibt man drin. Ja. Aber ist nicht lange. Ist ja cool. Für YouTube oder was? Ja, ja, wir machen Abenteuervideos. Ja. Ah ja. Wir waren schon in Deutschland ziemlich weit rumgekommen, deswegen. Wir waren eigentlich schon fast überall in Deutschland. Ja. Wer ist der Channel da? Don Raphael. Don Raphael, ja. Wir haben hier dieses wunderschöne Schild. Das ist für euch dieses unterwegs wichtig, weil das markiert alle offiziellen Ein- und Ausstiege. Die Lahn ist Bundeswasserstraße. Wir haben hier ähnliche Regeln wie auch im Straßenverkehr. Der Paddel im Boot, mit den Paddeln keine Menschen hauen, keine Tiere hauen. Dann haben wir unterwegs Schilder. Könnt ihr euch vorstellen, was das Schild bedeutet? Seid ihr viel rumgekommen? Nur rechts fahren. Also umdenken. Also genau. So gesehen, schwarzen Pfeil folgen. Genau. Solltet ihr es mal drauf anlegen, also wer nicht kentern will, der kentert nicht. Ja. Aber solltet ihr es mal drauf anlegen, dann das Boot umfasst so bis 800 Liter Wasser. Oder kann es umfassen. Es kriegt ihr so leicht nicht aus dem Wasser raus. Ihr müsst dann im Wasser das Boot einmal umdrehen und dann umgedreht an Land ziehen. Dann läuft das Wasser vorne und hinten dann raus, wenn ihr es rauszieht. So, besten läuft auf der rechten Seite. Treppengelände. Jetzt hier einmal runter. Teilen wir uns. Ich habe angefangen. Passt? Ja. Gut. Dann einmal für dich das Paddel, einmal für dich das Paddel. Ja, danke. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Alles klar, macht's gut. Danke. Ich auch, kein Problem. So, und schon sind wir auf dem Wasser.
Ich bin hier auch schon kräftig am Paddeln, nur ist ein bisschen schwierig, die Kamera jetzt hier zu halten und weiter zu paddeln. Hinten seht ihr Kylon, der ist jetzt mein Steuermann. Der ist dafür zuständig, dass wir jetzt den Kurs halten. Das ist schwieriger, als es aussieht. Gut, warum mache ich das Ganze jetzt hier mit dem Kanu auf der Lahn? Ganz einfach, ich bin Abenteurer. Es wird irgendwann einen Punkt geben, an dem ich im Dschungel bin und auch auf einem Kanu fahren muss, dem Flussverlauf folgen muss. Ihr wisst ja, im Dschungel zum Beispiel sind die besten Wege einfach übers Wasser, da kommt man am schnellsten durch. Und das ist eine schöne kleine Übung, auch nochmal, um etwas Erfahrung zu sammeln, zu wissen, wie es ist, auf so einem Boot zu sitzen, das Gleichgewicht zu halten und alles. Und deswegen mache ich das, als kleine Vorbereitung für die wirklich geilen Sachen, die natürlich noch kommen werden. Und ich merke gerade, ja, es ist wirklich schon länger her, dass ich hier auf so einem Kanu saß. Und man merkt das auch wieder so ein bisschen in den Armen, wenn man eine längere Zeit gepaddelt hat, dass das schon ein bisschen reingeht. Ich habe jetzt hier auch die längste Tour gebucht. Das ist die Stockententour. Die kostet jetzt auch mit Zurückfahren ca. 30 Euro. Klingt jetzt nach viel Geld, aber glaub mir, es lohnt sich, weil das ist ja ein Naturschutzgebiet. Ihr werdet auch wieder zurückgefahren zum Ausgangsort. Also es lohnt sich wirklich. Das sollte mal jeder mal machen. Kylon, steuer bitte etwas geradeaus. Ich muss auf die rechte Seite. Wir haben ja Rechtsfahrgebot. Wir waren die ganze Zeit auf der falschen Seite. Wir sind hier wirklich noch ganz am Anfang. Die Lahn wird gleich noch sehr schön natürlich, sehr schön entspannend sein. Und da freue ich mich drauf. Das klingt nach Entspannung, aber wenn man diese Strecke schaffen möchte in der gegebenen Zeit, da muss man schon ein bisschen paddeln. Und das wird schon ein bisschen sportlich sein. Von daher, ich mache mich jetzt bereit, so ein bisschen Speed aufzubauen, damit wir auch hier ein bisschen vorankommen. Da paddelt kein Stück, der Kerl. Ich halte die Kamera. Ja, dann ist das mein Job. Aber dann setze ich mich doch mal ans Paddel, sonst kriege ich von Kylon noch damit eins übergebraten. Die schicken Schwimmwesten hier sind übrigens natürlich da, um Leben zu retten, weil es gibt natürlich Leute, die hier so ein bisschen in Panik geraten bei so einem Gewässer oder nicht wirklich gut schwimmen können, und dafür sind die Teile hier da. Ich bräuchte sie natürlich nicht als ziemlich guter Schwimmer. Ich kann mein Leben schon selbst retten, aber das Ganze hat ja auch noch Versicherungsgründe und was weiß ich nicht alles. Deswegen muss das Ding leider auch anbleiben. Aber ich meine, das sieht ja gar nicht so unschick aus. Hat irgendwie was Professionelles, oder? Ja. Also das ist schon der Hammer. Hier fliegen einem manchmal so richtig seltene Vogelarten einfach so hier am Boot vorbei. Und das ist der Hammer. Man merkt richtig, wie geschützt die Natur hier ist. Also dass man die Natur hier walten lässt. Ich meine, man darf ja hier mit einem Boot drüber fahren, aber ich glaube, das stört die Tiere jetzt nicht so sehr, weil die Lahn ist auch recht tief, denke ich mir mal. Aber jetzt kommt auch so langsam endlich mal die Sonne raus. Ich hatte schon die Befürchtung, dass wir hier die ganze Zeit mit so einer Wolke am Himmel rumpaddeln müssen. Aber es wird jetzt gleich schön sonniger und wärmer. Wenn es noch sonniger wird, dann muss ich gleich meine Sonnencreme auspacken. Und die habe ich zum Glück mitgenommen. Juhu! Aber wisst ihr, was das Schönste an so einer Paddel-Kanu-Tour ist? Man kann sich auch richtig schön entspannen hier. Ja. Wir drehen uns jetzt gerade komplett. Sollen wir mal Kylon ein bisschen Angst machen? Aha, die Kamera gleich kaputt gehen lassen. So, okay. Wir müssen uns jetzt nur noch rumdrehen und dann bin ich der Taktgeber. Dann mache ich und ab und Kylon darf dann paddeln. Hier, du kriegst auch beide. Ja. Wir müssen uns jetzt erstmal drehen. Moment. Irgendwie drehen wir uns kein Stück. Solange ich nichts mache, passiert nichts. Nein, wir kommen nur voran, aber in die falsche Richtung. Wir müssen uns drehen, Kylon. Ja, wenn man hier hinten auf dem Boot sitzt, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, das Gleichgewicht zu halten, aber so ist es natürlich deutlich cooler. Das Problem ist halt nur, immer wenn Kylon filmen muss, dann kann er ja nicht steuern. Das heißt, wir drehen uns und hängen dann quasi so seitlich im Fluss und kommen nicht mehr voran. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich mehr Aufnahmen nur von mir selbst gedreht sehen und mit der GoPro vielleicht, weil so lassen wir uns einfach nur treiben.
Gut, jetzt müssen wir uns an den Pfeilen halten. Wir müssen hier nach rechts fahren, weil links höre ich schon, wie das Wasser darunter stürzt. Und wir wollen ja hier keine Wildwasser-Rafting-Tour, auch wenn das natürlich auch sehr geil wäre. Aber wir sind hier nur mit einem Kanu unterwegs, deswegen müssen wir uns gewissermaßen an den ruhigen Verlauf hier halten. Und gerade hier entdecke ich eine Vogelwelt, die mich ins Staunen versetzt. Die Wasservögel kommen sogar ziemlich nah ans Boot, als wollten sie mich begrüßen. Der Wahnsinn, oder? Ja, das war das nächste, als ich an einem Schwan war in meinem ganzen Leben. Oh, oh, oh. Hab ich schon gemerkt. Konnte bloß nicht rechtzeitig gegenlegen. Macht nix. Tja, wenn Kylon paddelt, dann sind fast Zusammenstöße schon fast normal. Du hast hier voll die Verantwortung. Stelle dich der Herausforderung des Kanufahrens. Da hinten erwartet uns jetzt die erste Schleuse. Das Geile ist, die muss man manuell bedienen. Das kann ich jetzt leider nicht machen, weil da oben schon jemand hochgeklettert ist und das macht. Weil man muss da kurbeln, man muss da die Klappen unter Wasser und über Wasser öffnen. Man muss die Schleusentore natürlich öffnen und so weiter. Und das ist ziemlich cool. Ich hätte das gern selbst gemacht, aber man kann halt nichts machen, wenn da jemand einem schon zuvor gekommen ist. So, wir haben uns jetzt mal ein bisschen vorgedrängelt von den anderen. Stehen jetzt direkt vor der Schleuse und jetzt müssen wir natürlich warten, bis der Wasserpegel hier angeglichen wird, damit sich dann hier die Türen öffnen und wir dann weiter können. Im Moment driften wir ja jetzt natürlich Richtung Tür, weil da wahrscheinlich Wasser reinfließt und wir jetzt natürlich immer näher rankommen. Paddel gegen! Wir wollen nicht gegen die Tür kommen. Und jetzt haben wir ein bisschen gegengepaddelt, jetzt sollte das kein Problem sein. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber dann weiß ich, wie ich die Zeit jetzt nutzen kann. Ist jetzt doch ein bisschen sonniger geworden, deswegen ein bisschen Sonnencreme. Während ich unten jetzt paddeln muss, hat Kylon seinen Spaß oben auf der Schleuse. Wahre Männer auf der Arbeit hier. Ja, ja. Endlich können wir was tun. Man muss ja einige Hebel und Räder bewegen, damit die Schleusentore funktionieren. Während ich die Wartezeit mit Quasseln verbringe, macht sich Kylon sogar selbst ans Werk, damit es schnell vorangeht. Und dann haben wir es auch endlich geschafft. Na egal, das sind Schuhe. Das ist immer. So, willkommen zurück an Bord, Steuermann. Ja. Und wie war's da oben? Lustig. Macht Spaß, die Schleusen zu bedienen. Kann ich mir vorstellen. So, okay. Ich hätte das jetzt auch gern gemacht, aber da gibt's noch eine Schleuse. Dann bin ich dran.